Habt euch also entschlossen, einen eigenen MOOC zu erstellen und selbst MOOC-MakerInnen zu werden? Perfekt! Bevor ihr mit der Umsetzung eines MOOCs startet, ist es notwendig, dass ihr euch vorab Gedanken zum didaktischen Hintergrund macht. Darum geht es in diesem Video. Falls ihr mit dem Konzept eines MOOCs noch gar nicht vertraut seid, kann es sehr hilfreich sein, selbst einen MOOC zu besuchen. Das kann euch dabei helfen, die generelle Struktur und den Aufbau von MOOCs kennenzulernen. Die Dinge, die ihr bei eurer ersten MOOC-Erfahrung erlebt und lernt, können euch dabei helfen, euch besser in eure eigene Zielgruppe hineinzuversetzen. Die Zielgruppe ist ein wichtiges Stichwort. Wer ist denn eure Zielgruppe? Richtet sich euer MOOC an Personen, die noch kein oder nur wenig Vorwissen mitbringen? Oder geht es um die Vertiefung eines Spezialgebietes für ExpertInnen? Je nachdem muss euer MOOC anders gestaltet werden. Wenn eure Zielgruppe bereits über Vorkenntnisse verfügt, kann man beispielsweise Fachvokabular verwenden bzw. dieses voraussetzen. Die benötigten Vorkenntnisse teilt die Interessierten mit, indem ihr diese Informationen auf der Startseite eures MOOCs veröffentlicht. Wenn es in eurem Bereich ein bestehendes Framework gibt, bezieht euch gerne darauf, damit die Teilnehmenden ihr Vorwissen gut einordnen können. So, ihr habt nun eure Zielgruppe festgelegt. Nun solltet ihr euch überlegen, was die Teilnehmenden am Ende des MOOCs wissen bzw. können sollen. Nun geht es also um die Definition eurer Lernziele und die Auswahl der MOOC-Inhalte passend für die Zielgruppe. Vor allem, wenn ihr selbst Expertinnen in eurem Themengebiet seid und für ein Thema brennt, möchtet ihr vielleicht möglichst viele Inhalte und Themengebiete in eurem MOOC unterbringen. Aber Achtung, zu viele Inhalte und eine zu lange Kursdauer können bei Teilnehmenden dazu führen, dass diese von der Masse an Inhalten überfordert sind. Tipp: Eventuell lieber einen Teil 2 des MOOCs anbieten. Die Kunst liegt also in der richtigen Auswahl der Inhalte und der notwendigen Tiefe für die Zielgruppe. Welche Themen kann man beispielsweise vereinfachen, überfliegen oder vielleicht sogar ganz weglassen? Wo ist eine Vertiefung notwendig und wo kann reduziert werden? Sobald ihr eure Lernziele klar formuliert und die Themengebiete für euren MOOC ausgewählt habt, könnt ihr diese in einzelne Lektionen unterteilen. Überlegt euch bei der Aufteilung eurer Lektionen, ob die Inhalte der Lektionen aufeinander aufbauend sein sollen oder ob die Lektionen auch einzeln besucht werden können. Bevor wir an die konkreten Inhalte und Materialien eures MOOCs gehen, möchten wir euch noch Folgendes mitgeben. Typischerweise werden MOOCs von den Teilnehmenden eigenständig durchgearbeitet. Anders als in einem Lernsetting, wo ihr immer direkt für Fragen bereitsteht. Deshalb ist es notwendig, dass ihr euren MOOC so aufbaut, dass dieses eigenständige Lernen gefördert wird. Dazu ist es wichtig, dass ihr Arbeitsaufträge klar formuliert und Inhalte und Materialien logisch aufbaut. Tipp: Es empfiehlt sich, die genauen Inhalte eures MOOCs noch von einer zweiten Person gegenlesen zu lassen. Das könnt ihr beispielsweise erreichen, indem ihr alle eure Lektionen nach einem ähnlichen Schema aufbaut. Im Idealfall sind die Lektionen relativ ausgewogen, sodass der Aufwand konsistent bleibt. Wir empfehlen euch unbedingt, ein Einführungsvideo bzw. einen Einführungstext in die erste Lektion einzufügen, um die Teilnehmenden abzuholen und ihnen einen Überblick über den Kursablauf zu geben. Wenn all das nun geplant und abgesteckt ist, könnt ihr die konkreten Inhalte im Kurs erarbeiten. Die Materialien sollten am besten über alle Lektionen hinweg konsistent sein, das heißt aus ungefähr gleich vielen Videos, Lesetexten und Quizfragen bestehen. Bei der Auswahl der Materialien sollte außerdem beachtet werden, dass sie keine gesellschaftlichen Stereotypen reproduzieren und möglichst sensibel gegenüber allen Menschen sind. Und besonders wichtig ist natürlich auch, dass alle Inhalte und Materialien, die ihr einpflegt, offen lizenziert sind. Aber was könnt ihr nun in einem MOOC auf imoocs.at überhaupt alles einbauen? Die wichtigste Art der Inhaltsvermittlung sind die Videos. Jede Lektion sollte über mindestens eines von ihnen verfügen und den Rahmen für die einzelne Lektion vorgeben. Weil Videos auf imoocs einen besonderen Stellenwert haben, haben wir Ihnen ein eigenes Video gewidmet, in dem ihr genaueres über den Aufbau und die Struktur von Lernvideos erfahrt. Aber natürlich sollen die Videos nicht alleine den Inhalt eures Kurses ausmachen. Auch Texte werden gerne in MOOCs eingesetzt. Einleitungstexte ermöglichen es, in die Materie einzuführen und die Teilnehmenden auf die Videos einzustimmen. Neben den Videos möchtet ihr vermutlich noch weitere Informationen anbieten.
Die einfachste Variante dafür ist, Dokumente hochzuladen und damit den Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. Um Teilnehmende zum Lesen der Texte zu motivieren, könnt ihr aktives und kritisches Lesen unterstützen, indem ihr die Texte mit Reflexionsfragen anreichert. Natürlich könnt ihr auch noch Links, Bildergalerien oder interaktive Übungen in euren MOOC einbauen. Eurer Fantasie sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Auch die Kommunikation innerhalb eures MOOCs darf nicht vergessen werden. In jedem MOOC steht ein Forum zur Verfügung, das ihr zum Austausch mit euren Teilnehmenden verwenden könnt. Im Forum können inhaltliche Fragen und Statements geteilt werden. Ihr könnt eure Teilnehmenden einbinden, indem ihr Vorstellungsrunden anbietet oder Fragen und Diskussionen zu den Videos und Texten anregt. Zu guter Letzt sollten die Teilnehmenden eures MOOCs auch die Möglichkeit haben, ihren Lernfortschritt festzuhalten und zu überprüfen. iMOOCs bietet die Möglichkeit, dass Teilnehmende einzelne Inhalte als erledigt markieren können. Durch das selbstständige Durcharbeiten der Inhalte kann es manchmal zu längeren Pausen während des Lernens kommen. Damit die Teilnehmenden nach der Pause auch wieder wissen, was sie bereits angeschaut bzw. erledigt haben, kann es hilfreich sein, diese Funktionalität in eurem Kurs einzubauen. Und sind wir mal ehrlich, wer liebt es nicht, Dinge auf einer Liste abzuhaken und dadurch den eigenen Fortschritt zu sehen? Den Lernerfolg können die Teilnehmenden am Ende jeder Lektion mit Hilfe eines Quizzes überprüfen. Dabei können die Teilnehmenden das Gelernte noch einmal reflektieren und am Ende des MOOCs auch ein Zertifikat bekommen. Die Quizze auf iMOOCs bestehen typischerweise aus Single- oder Multiple-Choice-Fragen. Aber es sind auch andere Fragetypen möglich, wie Lückentexte oder Zuordnungen. Wichtig ist nur, dass die Fragen automatisiert ausgewertet werden können, da die Teilnehmenden ja jederzeit die Möglichkeit haben sollen, den Kurs erfolgreich abzuschließen. Mit clever gestellten Multiple-Choice-Fragen könnt ihr außerdem mehr überprüfen als bloßes Faktenwissen. Das kann beispielsweise durch die Beschreibung eines Sachverhalts und Fragen wie "Was liegt hier vor?" oder "Welche Schritte sind hier notwendig?" erreicht werden. Fassen wir zusammen. Wir haben in diesem Video zuerst über die Zielgruppe eures MOOCs gesprochen. Ist diese einmal festgelegt, können die konkreten Lernziele abgesteckt und Inhalte für den MOOC ausgewählt werden. Diese werden dann noch in einzelne Lektionen strukturiert. Bei der Gestaltung des MOOCs ist auf einen einheitlichen Aufbau der Lektionen zu achten. Diese werden jeweils mit mindestens einem Video befüllt. Im Idealfall wird dieses dann durch weitere Materialien wie Texte, Dokumente und viele mehr ergänzt. Am Ende jeder Lektion befindet sich ein Quiz, mit dem die Teilnehmenden nochmal ihr neu erworbenes Wissen reflektieren. Somit schaut zum Schluss dann ein gut geplanter MOOC raus, mit dem eure Zielgruppe erfolgreich lernen kann.